Eventuell, also ich habe also anstatt dem Timer habe ich jetzt einfach eine Stoppuhr gestellt, dass ich so ungefähr sehen kann, wie lange ich aufnehme. Ja, wir sind jetzt hier mit den Fuzzles und mit dem Munch, der an Land leider. Ach stimmt, warte mal, da könnt ihr jetzt mal ausprobieren, da gab es nämlich eine Einstellung dafür, glaube ich sogar. Kamera. Ach, hier gibt es jetzt welche zu retten, okay. Ja, die Fuzzles, weil ich ja bei mir habe, zwar gab's, glaube ich, sogar. Kommt mal den sogar. Irgendwo konnte man das doch einstellen, ey. Ach ja, das ist es, glaube ich. Ich will jetzt mal austesten. Vor allem jetzt mit Munch. Oh ja, das ist viel besser, dass man das hier einstellen kann, aber das wäre so lahmarschig am Land. Das ist niemals Segen. Jesus Christ. Ich fühle mich schon ein bisschen wie Cheaten, aber da, okay. Ihr müsst euch mal vorstellen. Normalerweise war das hier, glaube ich, 1. Und das wäre dann. Eigentlich noch langsamer, aber hier. Das wäre so ein bisschen schneller. Sein Sonar ein. Wenn man Sonar einen Fuzzle-Carrier entdeckt hat, deutet er in ihre Stücke. Stimmt, das ist das hier. Dann zeigt er dem nein. Die sind ja auch nicht. Was ist irgendwie im Spiel nicht so? Also jetzt im Spiel ist es wirklich schwer. Außer manchmal benutzt man das. Ich hab's ja erst im großen Teil schon so gefunden. So wie ist es ja. Gibt es ja das Wort suchen. Also, gefühlt habe ich das irgendwie fast nie benutzt. Okay, ich glaube, ich stehe so ein bisschen schnell ein. Das Map ist zu langsam. Das, das hier noch rein. Oh ja, das ist viel schneller. Manches von. Fonts. Was fand an Nähenfasern? Eingesperrte Fasern brauchen deine Hilfe. Stell dich direkt neben sie und drück Spacebar. Okay, ich finde, das haben wir schon. Kein Ausgang, nur für Y-Cast. Ach ja, unsere Y-Cast Labs wurde ja, glaube ich, sogar in. Ja, doch, das wurde in. Jetzt ist nochmal Apes Exodus. Sozusagen ein bisschen drauf angedeutet. Also gab es da schon eine Tür dahin, aber stand, glaube ich, irgendwie so demnächst erst. Und die Tür, den Hinweis hat man. Ach, wo war das nochmal? In dieser Bahnhofstation, wie hieß die nochmal? Oh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Da gibt es ja so eine Bahnhofsstation da. Wo man aus zur Soul Samurai, zu Rockchuff Hanson, zu den Bonex und zu den Sleekbaracken konnte. Und da gab es auch eine Tür halt eben. Gab es da zwei Türen, die halt immer für immer gesperrt bleiben. Werden, aus gutem Grund. Bis es bleiben. Und zwar eine Tür, die halt eben zu Rapture Farms geführt hätte. Dazu solltet ihr euch mal Apes Odyssey anschauen, weil das wisst ihr, dann könnt ihr auch verstehen, warum diese Tür dann geschlossen ist oder verbarrikadiert ist. Und eine hier zu Vikers Labs.
Aber zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein Manches Odyssey. Also, ja. Aber sie hatten es ja halt im Sturm auch voraus geplant. Das ist wirklich nice, Alter. Jin, nein, doch nicht jetzt. Schnappt ihn. Bringt Manch dazu, dass er seinen ruseligen Freund fehlt, diesen hässlichen internen anzugreifen. Du musst heute jetzt hier aufmerksam sein. Drücken und halten 1 und dann die 3 Taste. Die Augen, als ob jemand zu Tode starren würde, so nach dem Motto, ich bin drauf. Nur so mit einem Fassel zum Beispiel hier vor unsere Füße mal anschaut. Ich starre. Also, du bleibst hier. Durch die Rettung von Fuzzles erhalten Munch Koama. Mehr Fuzzles, mehr Koama, alles klar. Aber ja, und ich hab vergessen zu sagen. Seriously. Du kommst jetzt erst hinterher. So der letzte, der dazu verpasst. Und zwar gibt es hier auch zwei Enden. Die eigentlich bisher fast jedem Oddworld Teil, außer bei Strange of Warcraft. Weiß ich jetzt, den habe ich mir auch nie was Cursage angeschaut dazu. Einmal das Gute und das Böse, aber ich habe mal das Böse Ende mal so das davon angeschaut und ich denke mir so, ach du Scheiße. Das ist nicht ohne. Vor allen Dingen, was Oddworld angeht, die sind immer so gut darin, diese, ja, sag ich mal, bösen Endings zu machen, also gestalten. Jo. Puzzles 20 gerettet und 18 sind noch. Ah ne, 18. Gerettet und 20 sind noch drin. Und keiner ist geschrieben. Na komm, das muss aktivieren. Natürlich. Das ist nicht so groß. Na gut, 16 habe ich doch. Schnell für 9 Minuten noch. 3 Infos. Ja. Rettungsportale. Du Space war damit manches diese Rettungsscheiße aktiviert hat, was ist in der Hilfe, nimm die Freiheit. Ach übrigens, das ist diese Info-Dinger. Gibt es ja auch auf der. Jetzt nochmal Oddworld.de. Werden diese Info-Dinger hier auf Infostände nochmal abgebildet. Also auf der Startseite. Wurde übrigens schon. Auch schon lange nicht mehr geupdatet. Das wird auch nicht mehr geupdatet. Oder? Oh,
Könnt ihr mal vorbeischauen. Also auf antwort.de nicht .com. .com ist hier von Oddworld Inhabitants. Oddworld.de ist so eine, sag mal so eine deutsche Fanseite für Oddworld. So. Mitarbeiterstatusanzeigen. Hinter Munch befindet sich eine Mitarbeiterstatusanzeige. Suche nach diesen Anzeigen, um dir anzusehen, wie viel man von Munchs haarigen Freunden gerettet werden müssen. Punkt, Punkt, Punkt. Wie viele Feinde hinter ihm her sind. Ja, das ist auch schon aus älteren Teilen. Aktiv stillgelegt. Befreit. Ach, hier sehe ich gerade, dass hier diese Vogelringe auch so diese Schamanenstangen sozusagen. Oder sonst. 16, 17 Mal habe ich schon. Hey Mann, wenn du Puzzles rettest, erlangst du dadurch gutes Karma. Rette so viele wie möglich von diesen knuffigen Pelztierchen. Je mehr du zurücklässt, desto schlechter wird dein Karma. Und glaube mir, das Letzte, was du möchtest, ist schlechtes Karma. Ja, das war schon klar. Das war schon klar. Hey, Mann! Kein Respekt! Sorry. Was soll... Ach ja, Karma. Checken. 18 von 38, ja. Und hier ist die Gesamtzahl, also wie viel man im gesamten Spiel gerettet hat. Obwohl, da steht hier sogar Gesamtrettung im Spiel. Und das oben drüber sind nur die für das aktuelle Level. So, der nächste Monat. Zapmart. Lade manches von Talenfaser mit diesen speziellen Zink- und eisenhaltigen Energy Drink zu einem granatenmäßigen Blitzbolzen auf. Drück Right Mouse, um manches Feinde zu verhasern. Das ist einfach Right Click. Okay. Ah, manchmal gerade Phase mit diesen speziellen Zinker. Ja, das ist das. Bei mir ist es nicht Right Click, bei mir ist es Left Click. Das ist ein Tutorial. Betrug, wenn ihr es left click, nicht right click. Komm, das ist dran. Und noch ist er dann. Das dauert immer noch ein ewig lang. Das ist immer die andere Sache. Das dauert immer so ewig lang, mein ganzes Leben. Ne, ich wollte den Fein aus. Das ist gerade unser Gegner. Da kommen noch ein paar Wellen. Das ist jetzt eigentlich so ein Generator. Ja, das muss man sagen. Aus. Stimmt ja. Warte mal. Ist jetzt einer gestorben? Scheiße, das kann ich sagen. Ist jetzt einer gestorben? Scheiße, wenn ja. Die Anzeige ist nur von oben. Oder steht direkt über der Anzeige. Was scheiße, ist einer gestorben? Ich will es mal gerissen ist. Ich will das gerade nur sehen. War doof von hier, aber ich will dich noch 100% bekommen. Open the gate. Hallo, hier.
So, runter geht's. Ich hab mich von einem Seil an. Kann hier so oder so ganz schnell aufhören. Also. So, der kommt auch alles schön hinterher. Aber hier müsste ich gleich mal sehen. Okay, es ist keiner gestorben. Also, ich schon noch ein bisschen gemacht. Aber die macht nicht mehr den. Jo, das ist nicht gut. Ich muss sagen, komm ich jemals wieder runter. Seriously, das kann doch einer aufgekreuzen. Machen wir nicht ganz. Tja, hat manch das Richtige getan, aber prüfe manch, machen wir nicht ganz. Rot und gezackt bedeutet schlecht. Goldfarben und glatt. Okay, das ist ein bisschen gut, okay, aber. Auf jeden Fall so. Nein, das passt gerade aus. Ich bin kurz. Das ist der eine. Das ist. Hey, das ist glatt. Gold. Das heißt, ich hab's alle gerettet. Also so kann man es auch unterwegs ungefähr checken. Und hier kann man es nochmal 100%ig überprüfen. Ich würde schon bis 17 Minuten wieder. Wenn die Aufnahme beenden. Ich würde schon gerne mehr aufnehmen, weil also manche Audition ist ein Fall für das Zeug. Und so ein bisschen ja, aus der PS2-Zeit ist PS2 Xbox. Was ist denn Spaß, machst du schon. Auch wenn ich immer alles im Laufen vielleicht nicht alles im Laufen klappen würde. Übrigens, eine Sache finde ich schade, dass man nicht, dass man mit manch nicht untertauchen kann. Obwohl er eigentlich so ein Schwimmer ist. Man kann nicht untertauchen, oder das Wasser. Man kann nur in der Oberfläche schwimmen. Das ist jetzt vielleicht noch für euch gefallen. Dass er auch tauchen kann, also auch auf Tauchgänge geht. So, jetzt sind wir in hydroponische Fässer. Deswegen ist es ab 17 Uhr. Ja, komm, ich schreibe noch ein bisschen auf. Ich bin leider gerade die Aufnahme.